Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Wieder ein Einschub, bevor es mit Himmelsmechanik weitergeht. Und zwar bezieht sich dieser Einschub natürlich auch auf ebene Kurven. Und wir haben das letzte Mal ja erwähnt, dass es einen Ort gibt, auf dem nun alle diese Zentren von Schmiegekreisen zu einer gegebenen Kurve sich befinden. Und diese Kurve, auf der diese Zentren sich befinden, die wollen wir heute einmal studieren. Und dazu habe ich hier die Tafel etwas malträtiert, eine Schablone draufgeschraubt und wir werden wiederum einmal mit unseren Fäden oder mit diesem Faden hier eine Fadenkonstruktion machen. Da gehen wir jetzt also gleich in Medias Res und schauen uns an, wie wir hier zugange kommen oder wie wir das anpacken. Wir werden hier einmal diesen Faden um diese Kreisschablone legen. Und zwar in dieser Form hier. Mal schauen, dass da die Tücke des Objekts nichts versaut. Schauen wir mal. So, das müssen wir. Ja, das geht wunderbar. Und was wir hier sehen, diese Schablone, ja, da werden wir ein bisschen die Sache verkürzen. Ja, das geht sich knapp aus, wunderbar. Das ist immer ein bisschen eine Improvisation dabei. Belassen wir es bei dieser Kurve hier und eliminieren die, die etwas zu weit schweifig geraten ist. So, das heißt also, indem wir also diesen Faden hier abwickeln, erzeugen wir diese spiralenartige Kurve. So, zur Nomenklatur. Das nennt man die Evolvente. Zur entsprechenden Evolute, das ist nämlich der Kreis. Gut, und jetzt werde ich diese Schablone mal entfernen, das schneide ich heraus und dann schauen wir uns die Sache analytisch an. Also hier habe ich schon einmal ein Koordinatensystem durch den Mittelpunkt dieser Evolute, also den Kreis, gezeichnet und jetzt schauen wir uns eben an, wie diese Konstruktion vonstatten gegangen ist. Den Faden möchte ich jetzt hier symbolisch praktisch als diese blaue Linie andeuten, die in der Nähe des Kreises verläuft. Und dann wollen wir diese Konstruktion an zwei Punkten exemplarisch, den ersten Punkt hier, mal zeichnen. Das heißt, der Faden würde hier tangential gespannt geradlinig weiterlaufen und wir hätten dann eben hier diesen Punkt auf der Evolvente. Wenn wir also diesen Punkt mit P' bezeichnen, dann haben wir hier Q'. Und wenn wir, oder machen wir es umgekehrt, machen wir hier das Q. Das ist dann konsistent mit unseren Bezeichnungen im letzten Video. Das ist also P'. Und dann gehen wir weiter ein Stücklein zum nächsten Punkt, den wir hier annehmen wollen. Das wäre also unser Punkt Q. Und hier tangential würde also der Faden weiterlaufen und wir wären an diesem entsprechenden Punkt P auf der Evolvente. So, und dann haben wir jetzt natürlich hier Wegstücke. Also wenn wir von Q nach Q gehen, dann haben wir hier dieses Wegstück, das hier grün mit Begleitmusik installiert wird. Das nennen wir schon einmal im Hinblick, dass wir kleine Größen haben wollen, Delta Sigma. Und entsprechend haben wir hier oben zwischen P und P' das Wegstück Delta S. Also notieren wir, machen wir das also hier. Das heißt also, der Bogen
Q-Q, das ist unser Delta Sigma, und der entsprechende Bogen P-P, das ist unser Delta S. Wunderbar. Und jetzt haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, Koordinaten einzutragen, und machen wir das am schlauesten so. Auf der Evolute wird dieser Punkt Q hier mit den Koordinaten Xi und Psi bezeichnet, und der entsprechende Punkt auf der Evolvente, da ist es etwas schwierig, das Lot zu treffen, ja, das ist ungefähr das Lot, da haben wir natürlich unsere Koordinaten X und Y. Wir notieren also, wenn wir hier den Ursprung haben und hier die Fußpunkte B, Q, nennen wir das das R und das ist das S. Nicht zu verwechseln mit dem Delta S dann bitte. Also wenn wir haben O, S, das ist unser X, und wenn wir S, P' haben, das ist dann unser Y. Entsprechend haben wir, wenn wir ein Teil der Evolvente opfern, hier das O, R, das ist das Xi, und das R, Q', das ist unser Psi. Das heißt, wir bilden praktisch dieses Wegelement auf das andere Wegelement ab. Und jetzt kommt die Intuition ins Spiel. Wenn wir uns also vorstellen, wir wickeln diesen Faden hier ab, ja, dann, und dieser Winkel hier zwischen Q' und Q, den ich vielleicht auch noch einzeichne, das schadet nicht. Hier diesen Winkel werden wir auch noch als Delta Phi bezeichnen, den werden wir später aus Beweisgründen ja auch noch brauchen. Also wenn dieses Delta Phi hinwegschwindet und damit auch das Delta Sigma immer kleiner wird, dann liefert die Intuition uns die Anschauung, dass wir hier im Wesentlichen einen Kreisbogen haben, nicht? Das bedeutet aber, dass die Intuition uns folgenden Vorschlag macht, dass das Delta Sigma senkrecht auf dem Delta S ist. Ja, das ist so, was wir im Gefühl haben, wie man so schön sagt. Wenn dem aber so wirklich ist, dann ist dieser Punkt QQ' oder dieses Wegelement QQ' das Krümmungszentrum des Schmiegekreises der Evolvente. Das würde also bedeuten, in diesem Fall wäre diese Konstruktion, die wir mit dem Faden geleistet haben, gleichzeitig auch eine Möglichkeit, aus einer Kurve die entsprechende Kurve zu finden, deren Mittelpunkte auf der ursprünglichen Kurve, die wir als Schablone gewählt haben, zu finden sind. Das heißt also, erster Punkt A, natürlich mit Fragezeichen, ist tatsächlich Delta Sigma senkrecht auf Delta S. B ist Q, machen wir Q'P' gleich QP im Limes verschwindender Winkel Delta Phi gleich Rho, wobei Rho jetzt eben tatsächlich dieser Krümmungsradius ist, den wir das letzte Mal abgeleitet haben. Also das ist sozusagen das, was wir mit Intuition erraten. Und jetzt geht es natürlich darum, diese intuitiven Schlussfolgerungen bzw. Ansätze tatsächlich streng zu beweisen. Wir beginnen, wie wir es aufgeschrieben haben, mit Punkt A. Wir zeigen also tatsächlich, dass dieses Delta Sigma senkrecht auf Delta S ist. Und dazu benutzen wir ganz elementare trigonometrische Argumente. Und dann ist es nur ein leichtes, eine fundiertere Basis für die Annahme zu haben, dass auch diese Relation stimmt. Und die werden wir auch noch beweisen, indem wir zurückgreifen auf Rho, beziehungsweise dann den Ort angeben, an dem diese Krümmungszentren liegen. Das haben wir das letzte Mal nicht gemacht. Wir haben also nur diese Länge des Krümmungsradius bestimmt. Aber die Orte haben wir noch nicht angegeben. Das heißt also, die Orte dieser Kurve Psi von Xi.
Nicht? Das haben wir nicht angegeben, wie die mit dem Y von X zusammenhängen. Okay, und das, wenn wir das geschafft haben, wird es dann ein leichtes sein zu zeigen, dass tatsächlich diese Relation besteht, dass man also den umgekehrten Weg gehen kann. Man füttert sozusagen per Schablone eine Evolute ein, nimmt einen Faden und wickelt dann die Evolvente ab und dann weiß man, dass die Krümmungsradien bzw. Krümmungszentren auf dieser Evolute liegen und entsprechend die Kurve eine Aneinanderreihung von sozusagen Schmiegekreisen ist, die eben diese Fadenkonstruktion eben vorgibt in Form von dieser Länge der Tangente. Das ist also das Programm und wir wechseln auf die nächste Tafel, um das Ganze klarer an einer Skizze zu demonstrieren. Ja, was wir vorher mit der Fadenkonstruktion praktisch gemacht haben, haben wir hier schematisch aufgemalt. Wir sehen hier die Evolute, ein Bogenelement grün Delta Sigma und hier die Evolvente rot Delta S, das entsprechende Bogenelement eben der Evolvente. Und die Evolute ist natürlich auch eine ebene Kurve klarerweise und als solche hat sie wie jede anständige ebene Kurve natürlich auch einen lokalen Schmiegungskreis mit einem entsprechenden Mittelpunkt, hier lateinisch M. Der Radius dieses Schmiegungskreises ist R. Und wenn wir jetzt eben genau wie bei unserer praktischen Ausführung die Evolvente durchlaufen, das heißt also den Faden abrollen von der Evolute, also von Punkt P zum Punkt P' wandern, dann wird natürlich dieser Punkt Q auf der Evolute nach Q' wandern. Entsprechend wird dieser Krümmungsradius hier einen Winkel Delta Phi überstreichen. Den zeichnen wir auch gleich ein, weil wir werden später da einen Grenzübergang machen. Gut. Dann haben wir natürlich, fangen wir an mit dieser Strecke Q'P'. Die bezeichnen wir mal mit Rho, schon vorauseilend. Wenn wir jetzt also die umgekehrte Richtung durchlaufen, also den Faden Q'P' aufwickeln auf die Evolute, dann wird sich natürlich dieser Faden, zumindest die gerade Strecke, verkürzen. Wir haben also die Strecke QP, ist dann natürlich Rho minus diesem Stück, das aufgewickelt wurde, Delta Sigma. So weit, so gut. Nun, was ist unsere Strategie? Wir wollen zeigen, dass dieses Delta Sigma senkrecht zu Delta S steht. Und das machen wir, indem wir ein Dreieck konstruieren. Ja, dieses Dreieck wird folgendermaßen konstruiert. Zuerst einmal die längste Seite dieses Dreiecks ist die Seite PQ', so, und die kürzeste ist Q'Q. Also notieren wir haben also dieses Dreieck Q'QP. Und wenn wir zeigen können, dass im Limes für verschwindende Delta Phis diese Strecke Q'P gleich der Strecke Q'P' wird, dann ist es klar, dass dieses Konstrukt hier ein Dreieck ist im Wesentlichen, also ein Kreissektor. Schreiben wir es also genauer hin. Wir haben dann den Kreissektor, den wir symbolisch mit diesem angedeuteten Kreissektor bezeichnen wollen, Q'P'P'. Damit ist klar, dass diese Linie natürlich senkrecht zu Delta S ist. Dann ist aber auch klarerweise Delta Sigma kollinear, also Delta Sigma kollinear zu Q'P. Und damit ist genau das bewiesen, denn es steht ja Q'P senkrecht zu Delta S. Das heißt, dann haben wir gezeigt, dass Delta S oder Delta Sigma senkrecht zu Delta S ist. So, und dazu werden wir ganz einfach den Cosinussatz anwenden auf dieses Dreieck Q'QP. So, damit die Strategie jetzt
gehackt wurde, gehen wir in Medias Res und beginnen dann den Cosinussatz auf dieses Dreieck anzuwenden und dann einen Grenzübergang für dieses Delta Phi durchzuziehen. Ja, wunderbar. Wir beschäftigen uns also mit diesem flachen Dreieck hier, das Dreieck Q'QP, und beginnen einmal mit der Aufzählung der Seiten. Wir haben zuerst einmal diese Seite Q'Q. Und die ist im Limes kleiner Winkel gleich diesem Bogen Delta Sigma. Und dieser Bogen Delta Sigma ist R mal Delta Phi. Also haben wir Q'Q gleich R mal Delta Phi. Die nächste Seite ist hier auch schon ausgedrückt. Also wir haben dieses QP, das ist Rho minus Delta Sigma. Delta Sigma steht aber schon hier, das ist R mal Delta Phi. Und jetzt brauchen wir nur noch diesen Winkel, also den Winkel Q'QP. Und der besteht zum Teil eben aus einem Anteil 90 Grad plus dem Winkel M, fangen wir mit M an, M, Q und Q'. So, also der Winkel MQ Q' ist leicht ausgerechnet. Wir haben hier ein gleichschenkliges Dreieck, das Dreieck MQ Q'. Wir zeichnen eine Mittelsenkrechte ein und die teilt natürlich dann auch den Winkel Delta Phi in die Hälfte und dann haben wir ein rechtwinkliges Dreieck. Also ist dieser Winkel MQ Q' gleich 90 Grad minus Delta Phi halbe. Entsprechend ist dieser gesuchte Winkel Q'QP natürlich 90 plus 90 minus Delta halbe, also 180 Grad minus Delta Phi halbe. Wunderbar. Und damit können wir den Cosinussatz anwenden. Wir haben also für das Quadrat der Strecke Q'P, Q'P zum Quadrat ist Q'Q zum Quadrat plus QP zum Quadrat minus 2 mal Q'Q mal QP mal Cosinus von 180 Grad minus Delta Phi halbe. Und statt dem Winkel Cosinus 180 Grad minus Delta Phi halbe können wir gleich den negativen Cosinus vom Winkel Delta Phi halbe schreiben. Das machen wir auch gleich in einem Schritt. Also Cosinus Delta Phi halbe. Und hier haben wir ein Minus, das durch das Minus Vorzeichen des Cosinus kompensiert wird zum Plus. So, wir setzen also ein. Wir haben also Q'Q zum Quadrat. Das ist R Quadrat Delta Phi zum Quadrat, dann haben wir QP, das ist Rho minus R mal Delta Phi zum Quadrat plus 2 mal R mal Delta Phi mal Rho minus Delta, R mal Delta Phi mal dem Cosinus von Delta Phi halbe. So, für den Cosinus Delta Phi halbe nehmen wir die Entwicklung in Delta Phi halbe bis zur zweiten Ordnung. Wir haben also Cosinus Delta Phi halbe gleich 1 minus 1 halb mal Delta Phi halbe zum Quadrat. Das ist also nichts weiter als 1 minus, hier haben wir 4 mal 1 halb, also ein Viertel mal 1 halb ist ein Achtel. Delta Phi zum Quadrat. Das ist also der Term, den wir dann einsetzen werden. Jetzt werden wir zuerst einmal das Quadrat ausführen. Wir haben R Quadrat Delta Phi zum Quadrat plus Rho Quadrat plus R Quadrat Delta Phi zum Quadrat. Das Mischglied ist 2 mal Rho mal R mal Delta Phi. Und jetzt kommen wir eben zu den kosinusbehafteten Termen. Die schauen folgendermaßen aus. Wir werden zuerst einmal diese Klammer sofort ausmultiplizieren. Wir haben also hier dann plus 2 mal Rho mal R mal Delta Phi mal Cosinus Delta Phi halbe. Und dann haben wir als zweiten Teil der Klammer einen negativen Anteil minus 2 mal
R² Delta Phi. Und hier haben wir Cosinus zum Quadrat natürlich, hier haben wir das Phi auch noch einmal, mal Cosinus Delta Phi halbe. So, wir sehen also, hier haben wir schon das Doppelte. Wir werden einmal da eine Linie ziehen, damit man da die Zeilen nicht überkreuzt. Da haben wir es einmal in Rho². Dann haben wir plus 2 mal R² Delta Phi zum Quadrat. Das sind diese Anteile. Dann haben wir dieses Mischglied 2 Rho R Delta Phi. Und dann haben wir plus 2 mal Rho R Delta Phi mal 1 minus 1/8 Delta Phi zum Quadrat für die erste Klammer. Und hier wieder minus 2 mal R² Delta Phi zum Quadrat mal 1 minus 1/8 Delta Phi zum Quadrat. So, jetzt wenden wir uns diesen beiden Termen hier zu, rechnen also diese Klammern einmal aus, dann haben wir plus 2 mal Rho R Delta Phi, dann haben wir minus, hier wird 2 mal 1/8 genommen, also haben wir 1/4, dann haben wir Rho mal R Delta Phi hoch 3 und hier negatives Vorzeichen, 2 mal R² Delta Phi zum Quadrat plus 1/4. Und hier haben wir eben R² und da ist Delta Phi sogar der vierten Potenz. Was wir also hier sehen, es wird sich dieser Term hier kompensieren und wir werden auch diesen Term hier streichen können. Und es bleiben jetzt nur noch Terme höherer Ordnung übrig, das heißt, dieses Quadrat Q'P zum Quadrat ist in der Näherung gleich Rho² und hier haben wir minus 1/4, das können wir mal herausheben, minus 1/4, hier haben wir ein R, dann bleibt im ersten Teil ein Rho drinnen, wir werden auch das Phi hoch 3 herausheben und dann bleibt hier ein R mal Delta Phi. Und draußen steht ein Delta Phi, das können wir ein bisschen verkürzen hier, ein Delta Phi hoch 3. Das ist also unsere Näherung. Das heißt also, wir können hier tatsächlich dieses Delta Phi gegen 0 gehen lassen und unser Ergebnis ist also Q'P zum Quadrat ist Rho². Und damit ist tatsächlich Q'P gleich Rho im Limes verschwindender Winkel. Und damit ist also dieses Streckenelement Q'Q kollinear mit Q'P und damit ist auch Sigma kollinear mit Q'P. Es ist also damit, da das dann ein Kreissektor sein muss, tatsächlich Delta Sigma senkrecht auf Delta S. Gut, das ist also einmal die erste Weisheit, die wir gefunden haben und damit können wir schon einmal argumentieren, dass hier dieser Abstand diese Figur ein Ausschnitt aus einem Kreissektor ist. Aber um das Ganze wirklich schön wasserdicht zu machen, werden wir den nächsten Schritt von einer anderen Seite her machen. Und zwar wollen wir zeigen, dass eine Differentialrelation besteht, die an sich interessant ist. Dazu eben die nächste Tafel. Ja, im zweiten Beweis wollen wir die Differentialrechnung bemühen. Und starten einmal damit, dass wir voraussetzen, dass dieser Abstand Q'P', dieses Rho, tatsächlich der Krümmungshalbmesser der Evolvente ist. Dass also die Evolute der Ort aller Mittelpunkte der Schmiegekreise der Evolvente ist. Und um das zu beweisen, schauen wir uns die Situation genauso an wie bei unserer Fadenkonstruktion. Wir wandern also von Punkt P zum Punkt P', wickeln also den Faden von der Evolute ab und haben sozusagen können eine Differenz bilden vom zweiten Wert Rho, den wir hier erreichen, minus dem Ausgangswert, das ist Rho minus Delta Sigma. Und jetzt bilden wir einen Differenzenquotient. Was nehmen wir da als Variable? Wir nehmen die x-Koordinate des Punktes P bzw. P'. Wenn also hier die x-Achse waagrecht gedacht ist, dann haben wir circa hier
diesen Wert x für p und hier haben wir circa nach unten projiziert x minus Delta x, wenn wir also diese Situation nehmen, wo die Kurve sich nach links entwickelt. Das heißt also, hier haben wir x minus Delta x minus x, das heißt, das ist dann ein negativer Wert unten. Das heißt also, das Minus werden wir vorne hinziehen, unten bleibt das Delta x stehen. Hier jausen sich die Rohs auf und wir haben ein positives Delta Sigma. Das bedeutet also, dass die Änderung des Rohs negativ genommen die Änderung der Bogenlänge der Evolute ist. Das ist also die Änderung von Rho nach dx. Rho nimmt zu und Delta Sigma hat dann entsprechend ein negatives Vorzeichen. Gut, wenn wir das differenziell anschreiben, dann haben wir d Sigma nach dx ist gleich minus d Rho nach dx. Und jetzt ist eben unsere Aufgabe, diese Ableitung hier zu berechnen und zu zeigen, dass wenn wir die dann ausführen, tatsächlich diese Relation erfüllt ist. Und damit haben wir gezeigt, dass tatsächlich die Evolute der Ort aller Mittelpunkte der Schmiegekreise der Evolvente ist. So, wie gehen wir das an? Ja, indem wir mal diese Skizze, die uns gute Dienste geleistet hat, einmal löschen und eine andere Skizze an die Tafel werfen. Ja, hier noch einmal die grundsätzliche Situation aufgemalt. Evolvente, Evolute, die Bogenelemente sind senkrecht zueinander. Der Halbmesser des Schmiegungskreises ist Tangente an die Evolute. Und hier haben wir noch eine Tangente an die Evolvente angebracht durch den Punkt P. Und jetzt wollen wir herausfinden, wie wir aus dem Punkt P durch eine Transformation den Punkt Q gewinnen. Und das ist eben wichtig, damit wir diese Differentialquotienten hier auf der linken Seite ausrechnen können. Und hier habe ich schon eben das Vorzeichen bereinigt, indem ich die Relation, die wir auf der letzten Tafel abgeleitet haben, links und rechts quadriert habe. Okay, also diese Transformation wollen wir jetzt bewerkstelligen. Dazu führen wir mal also ein paar Punkte ein. Benennung ist das halbe Leben. Also hier haben wir R, dann wäre OR, also unsere x-Koordinate des Punktes P, entsprechend ist RP die y-Koordinate des Punktes P. Und jetzt gehen wir zum Punkt Q über. Da haben wir, sagen wir, den Fußpunkt S, dann ist OS die Koordinate des Punktes Q in x-Richtung, die nennen wir Xi. Das heißt also, OS ist also unser Xi. Der Deutlichkeit halber spendiere ich da auch eine geschwungene Klammer. Und hier haben wir SQ. SQ, das nennen wir Psi. Das ist also hier Psi. Wunderbar. Und jetzt ist es sehr leicht, natürlich diese Transformation von XY auf Xi Psi zu vollführen. Dazu haben wir hier mal, zeichnen wir ein, den Steigungswinkel Alpha. Zur Tangente senkrecht steht das Rho. Also haben wir hier unseren Winkel Alpha auch zu finden. So, und jetzt fehlt uns noch ein Punkt, den bezeichnen wir hier T. Jetzt rechnen wir mal die Strecke, sagen wir TQ aus, also Betrag von TQ. Das ist offensichtlich Rho, Betrag von Rho mal Sinus Alpha. Warum Betrag von Rho? Wir haben ja in der Formel für Rho einen Anteil, der ein Vorzeichen haben kann, und zwar ist das die zweite Ableitung. Hier in diesem Fall haben wir offensichtlich eine negative zweite Ableitung. Die Kurve krümmt sich nach unten. Deswegen also hier, um die Strecken zu bekommen, sollte man also den Betrag zunächst nehmen. Und dann haben wir noch die Strecke TP, also T Betrag von TP. Das ist der Betrag von Rho mal Cosinus von Alpha. Wunderbar. Und jetzt können wir natürlich uns überlegen, wie wir das Xi berechnen. Da haben wir zuerst einmal als Ausgangsstrecke das x. Hier kommt bei negativer Krümmung etwas dazu. Ja, diese Strecke RS kommt dazu, die ist die Projektion von TQ. Also haben wir hier mal Rho mal Sinus Alpha. Und jetzt, dass sie bei negativer Krümmung offensichtlich ein additiver
Beitrag ist, müssen wir hier ein Minus nehmen, denn das Rho wäre in diesem Fall ja negativ. Also Minus mal Minus gibt Plus, also tatsächlich ein additiver Beitrag. Dann haben wir Psi, da haben wir den Ausgang, die Ausgangsstrecke des Y. Und hier wird offensichtlich was weggezählt. Wir haben hier ja aber eh schon eine negative Größe, also brauchen wir hier nur ein Plus dran machen sozusagen. Oh, da haben wir einen Cosinus, nicht den Sinus. Cosinus Alpha, nicht? So, damit haben wir die Transformation in einer günstigen Form gefunden. Es ist also hier das Rho drinnen, das wird die Rechnung, wie wir sehen werden, vereinfachen. Gut, jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir mal diesen Differentialquotienten d Sigma nach dx herausbekommen. Also wenn wir die infinitesimale Schreibweise mit den Deltas nehmen, dann ist natürlich Delta Sigma die Wurzel aus pythagoreischer Leersatz Delta Xi zum Quadrat plus Delta Psi zum Quadrat. Und wir können das Ganze natürlich verzieren, indem wir beide Seiten durch ein Delta X dividieren und dann haben wir eben genau das, auf was wir hinarbeiten wollen, ein Delta Xi durch Delta X zum Quadrat plus ein Delta Psi durch ein Delta X zum Quadrat unter der Wurzel. Wir bilden also die Differentialgleichung, die Differentialrechnungsschreibweise d Sigma nach dx ist also die Wurzel aus die Summe der Quadrate der Ableitungen von dx, d Xi nach dx zum Quadrat plus d Psi nach dx zum Quadrat. Wenn wir also wie gefordert hier bei dieser zu beweisenden Relation quadrieren, dann haben wir ganz einfach die Summe eben dieser, die Summe der Quadrate dieser Ableitungen. Und das ist das, was wir ausrechnen. Das lässt sich jetzt machen mit diesen Transformationen. Da gehen wir hinein. Wir können diese Ausdrücke nach x differenzieren. Und werden dann hoffentlich die rechte Seite bekommen. Ja, hier ist also der Patient zur Operation vorbereitet. Wir haben also die zu beweisende Relation. Hier noch einmal hingeschrieben, die linke Seite Summe von Quadraten der Ableitungen von Xi und Psi. Und natürlich, damit wir schneller vorankommen, werden wir natürlich nicht mehr Ableitungen schreiben, sondern Striche. Also jede Ableitung nach x ist ein Strich über der entsprechenden Größe. Und das machen wir hier, das sind die Transformationen, wir leiten ab nach x. Das heißt, wir haben also Xi' Ableitung von x nach x ergibt 1. Hier haben wir ein Produkt, also die Produktregel. Zuerst einmal leiten wir Rho ab, Sinus Alpha. Und jetzt leiten wir den Sinus Alpha ab, also minus Rho. Das ergibt einmal zuerst den Cosinus Alpha, aber Alpha ist natürlich auch eine Funktion von x, also haben wir hier Alpha Strich zum Schluss. Die gleiche Geschichte fürs Psi, da haben wir also y Strich, dann haben wir plus Rho Strich Cosinus Alpha und die Ableitung von Cosinus gibt ein negatives Vorzeichen, Rho mal Sinus Alpha, auch Alpha Strich. Wir werden jetzt natürlich statt Sinus Alpha und Cosinus Alpha einfach C und S schreiben. Das bedeutet, wenn wir in diese Relation hineinspazieren, passiert Folgendes. Wir haben 1 minus Rho Strich S minus Rho machen wir Alpha Strich C. Also wir setzen die Winkelfunktionen zum Schluss zum Quadrat. Das ist also dieses Ding hier. Und die entsprechende zweite Potenz von der Ableitung von Psi ist dann Y' plus Rho'C minus Rho Alpha'S zum Quadrat. Das ergibt eben die rechte Seite, das ist Rho' zum Quadrat. So, wir müssen also Trinome quadrieren, das ist eher mühsam, aber leider nicht zu verhindern, zu vermeiden. Wir haben also 1 zum Quadrat plus Rho' zum Quadrat, Sinus zum Quadrat, plus Rho zum Quadrat, Alpha Strich zum Quadrat, Cosinus zum Quadrat. Jetzt haben wir die Mischterme. Der erste Mischterm wird aus 1 und diesem Beitrag hier gebildet, also minus 2 mal Rho Strich Sinus. Dann haben wir dieselbe Geschichte, minus 2 mal Rho Alpha, machen wir ja Alpha Strich
Cosinus, das passt. Und zum Schluss, diese beiden Terme ergeben insgesamt ein positives Mischglied. 2 mal Rho, Rho-Strich, Alpha-Strich, Sinus, Cosinus. Ja. Zweite Klammer, plus Y-Strich zum Quadrat, plus Y, Rho-Quadrat, Cosinus zum Quadrat, plus Rho-Quadrat, Alpha-Strich zum Quadrat, Sinus zum Quadrat, Mischterme, plus 2 mal. Jetzt wird es ein bisschen eng. Da haben wir also Rho-Y-Cosinus. Das sind diese beiden. Dann haben wir minus 2 mal diese Geschichte hier. Rho-Y-Alpha-Strich und der Sinus. Und zum Schluss diese beiden Terme wieder negativ. Negativ ist dann also 2 mal Rho-Rho-Alpha-Strich und Cosinus und Sinus. So, hoffentlich also nirgends ein Flüchtigkeitsfehler. Schauen wir uns die Sache einmal an. Was sind die einfachen Terme? Das ist einmal sicher der 1er. Dann haben wir hier ein Y' zum Quadrat. Damit ist das erledigt. Und jetzt sehen wir hier Rho' zum Quadrat mit einem Sinus zum Quadrat und hier Rho' zum Quadrat mit einem Cosinus Quadrat. Das heißt, wir haben Rho' zum Quadrat, Sinus zum Quadrat plus Cosinus zum Quadrat. Das ist aber eben 1. Damit haben wir diese beiden Terme erledigt. Dann der nächste Term hat auch ein quadratisches Cosinusglied. Das findet sich ebenfalls hier mit dem Sinus, jawohl, gefunden. Rho Quadrat Alpha Strich zum Quadrat, Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gibt wieder 1. Können wir auch erledigen. Und dann sehen wir hier diese unangenehmen Mischterme sind so nett, sich gegenseitig aufzujausen, die sind auch fort. Und damit haben wir restliche vier Stück. Und da sehen wir, dass wir hier welche haben, wo Rho' vorkommt und welche, wo Rho vorkommt. Die sind hier plötzlich verschwunden. Da ist Rho, hier habe ich es ja. Das bedeutet, wir haben hier einmal, nehmen wir minus 2 Rho' Sinus. Dieser Apparat hier und da haben wir plus 2 Rho'Y'Cosinus. Das ist dieses Ding hier. Und dann bleiben die Rho-Terme übrig, minus 2 Rho-Alpha'C. Das ist dieses Ding hier. Und hier haben wir wieder minus 2 mal Rho'Y'Alpha'Sinus. Und das ist jetzt Rho' zum Quadrat. Hier oben, nicht? Wir sehen, da fällt schon einmal das Rho'Quadrat heraus und wir beginnen jetzt diese Zeile noch einmal zusammenzufassen. Wir haben also hier ein 1 plus Y' zum Quadrat, das ist dieser Term. Dann haben wir plus Rho'Quadrat Alpha' zum Quadrat, das ist dieser Term. Und jetzt können wir hier einmal minus 2 Rho' herausheben aus diesen beiden Termen. Dann bleibt hier ein Sinus und hier ein minus Y'Cosinus. Das sind diese beiden. Und dann haben wir minus 2 mal Rho Alpha' kann man da herausheben. Und hier haben wir Cosinus dann plus Y'Sinus. Und das müsste 0 ergeben, wenn wir tatsächlich richtig liegen. Und jetzt müssen wir ein paar Relationen noch einfügen, um dieses Verschwinden des Terms zu bestätigen. Wir haben ja hier einmal dieses Rho, das ist schon einmal eine schöne Sache. Jetzt haben wir dann noch ein Alpha'. Das Alpha' erinnern wir uns im letzten Video über diese Krümmungshalbmesser. Das wissen wir, ist Y2' durch 1 plus Y' zum Quadrat. Rho steht hier und dann haben wir noch den Sinus und den Cosinus. Das ist auch leicht. Was ist der Sinus? Der Sinus Alpha, das ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Das ist also ein Delta Y durch ein Delta S. Wenn wir oben und unten mit Delta X erweitern, dann haben wir im Limes dieses Delta Y nach Delta X wird zum Y'. Und da haben wir das ds nach dx und da wissen wir, das ist 1 plus y' zum Quadrat.
Ebenfalls der Cosinus Alpha ist leicht erklärt. Das ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Oben und unten mit Delta X erweitert. Das ergibt dann in der Folge hier einen 1er und unten steht einfach die entsprechende Skalierung für die Bogenlänge. Diese Sachen tun wir jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, gründlicher. Also wir haben Sinus Alpha ist Y' durch die Wurzel aus 1 plus Y' zum Quadrat. Cosinus Alpha ist einfach 1 durch 1 plus Y' zum Quadrat. Also eine nette Übung in elementarer Differentialgeometrie. Und jetzt gehen wir mit dieser Geschichte hinein. Zuerst einmal also dieses Alpha' mal Rho insgesamt zum Quadrat. Schreiben wir es also hin. Alpha' mal Rho zum Quadrat. Das ist zum Quadrat diese Wurzel 1 plus Y' zum Quadrat hoch 3 durch Y2'. Und dann haben wir dieses Alpha, da steht Y2' durch 1 plus Y' zum Quadrat. Was sehen wir? Wir haben also hier mal die Y2' Aufjausnung. Hier haben wir im Wesentlichen 1 plus Y' zum Quadrat mal der Wurzel. Das heißt, 1 durch Y' zum Quadrat kürzt sich weg und wir können hier die Wurzel lassen. Die Wurzel wird jetzt durch das äußere Quadrat aufgehoben und wir haben 1 plus Y' zum Quadrat. Mit diesem 1 plus Y' zum Quadrat haben wir da die Sache zweimal. Ja, damit haben wir diese beiden Termen erledigt. Jetzt kommt die zweite Klammer, minus 2 mal Rho'. Hier haben wir den Sinus, das ist Y' durch diese Wurzel, wie es hier steht. Dann haben wir minus Y' mal 1 durch diese Wurzel. Und oh Wunder, wir sehen, das hebt sich natürlich auf, das verschwindet. Und jetzt noch die letzte Klammer. Wie bringen wir die unter? Das geht sich hier auch wunderbar aus. Da haben wir also minus 2 mal, dieses Produkt haben wir schon ausgerechnet, das ist Rho mal Alpha'. Das wissen wir, ist die Wurzel aus 1 plus Y' zum Quadrat. Und hier haben wir die Summe von Cosinus und Sinus mal Y'. Das heißt, wir haben 1 durch die Wurzel, schreibe ich ohne Argument, plus Y' mal Y' durch die Wurzel. Wir sehen also, wenn wir diese Klammer, den Ausdruck in der Klammer auf den gleichen Nenner bringen, haben wir hier 1 plus Y' zum Quadrat und unten die Wurzel. Die Wurzel wird durch die andere vor der Klammer aufgejausnet. Und wir haben minus 2 mal 1 plus Y' zum Quadrat. Und hier haben wir plus 2 mal 1 plus Y' zum Quadrat. Und daher auf Wiederschauen, wir haben tatsächlich 0 und das ist richtig. So, damit ist also dieser Beweis doppelt geführt. Und ja, wir haben aber auf diesen Umwegen einiges kennengelernt. Also diese elementaren Überlegungen, dann Bogenlängen. Und wie man eben geschickt mit solchen etwas unangenehmeren Ausdrücken umgeht. Ja, das wäre es einmal. Nur noch eine Bemerkung. Diese Kreisevolvente, die wir am Anfang gezeichnet haben, das ist ein ganz wichtiges Konstruktionselement, nämlich für Zahnräder. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber ich habe es im Vorspann und ich werde es im Nachspann noch einmal verlinken bzw. aufzeichnen, wie das zu verstehen ist. Also diese Kreisevolventen, ja, ganz kurz skizziert, sind Teile von Zahnradzähnen. Das heißt, diese Flanken lassen sich genau durch diese Konstruktion herleiten. Das heißt, wenn man das sozusagen abschneidet, diese Evolventen und diese abgeschnittenen Flanken dann als Profile für Zahnradzähne verwendet, dann hat man spezielle Vorteile. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, aber wir sehen also, ohne diese Theorie kommt man auch in der Technik und in der Praxis nicht weiter. So, das war's. Ich hoffe, das war anregend. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Man kann ja sozusagen mit Fast Forward die Geschwindigkeit erhöhen. Das würde ich empfehlen. Manche Sachen kann man ja überspringen.
Da geht man auf die eineinhalbfache Geschwindigkeit, dann geht das schon. Okay, danke einmal für die Aufmerksamkeit, danke für die Ausdauer, danke dafür, dass doch einige Abonnenten inzwischen dazugekommen sind. Bitte weiter so, bitte empfehlen den Kanal. Wenn noch kein Abonnement gelöst worden ist, bitte jetzt eines lösen und den Daumen hoch bitte nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Himmelsmechanik-Video. Alles Gute, schönen Tag noch, ciao.